Hallo Freunde, in diesem Video erkläre ich Ihnen, wie Sie zwei Monitore an einen Computer anschließen und wofür. Unter Windows 10, 8, 7 können Sie mit den integrierten Funktionen des Systems mehrere Monitore verwenden, ohne auf Programme von Drittanbietern zurückgreifen zu müssen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Viele Leute benutzen bereits mehrere Monitore, die an einen PC angeschlossen sind. Dies vereinfacht die Arbeit erheblich und erhöht die Produktivität. Warum nur einen Monitor verwenden, wenn Sie die Möglichkeit haben, zwei oder mehr zu verwenden und ohne unnötige Manipulationen mehr auf einmal zu sehen? Mit zusätzlichen Monitoren können Sie den Computer-Desktop erweitern und weitere Programme öffnen. Ein zusätzlicher Monitor ermöglicht es, die Altregisterkarte zu vergessen und das zweite Fenster einfach durch einen Blick auf einen anderen Monitor anzuzeigen. Also, fangen wir an. Um mehrere Monitore anzuschließen, müssen Sie zunächst sicherstellen, dass Ihr Computer eine solche Verbindung unterstützt. Die meisten neuen Computer sind mit mehr als einem Monitoranschluss ausgestattet. Dies können DVI, HDMI und Display-Anschluss Ausgänger oder der alte WGA-Anschluss sein. Schauen Sie sich die Rückseite Ihres PCs an und überzeugen Sie sich selbst. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass Ihr PC das Anschließen mehrerer Monitore unterstützt, können Sie diese miteinander verbinden. Schließen Sie sie einfach an, die entsprechende Ausgänge Ihres Computers an und Windows erweitert den Desktop automatisch. Jetzt können Sie Fenster einfach zwischen Monitoren ziehen und ablegen. Wenn dies nicht der Fall ist und das Bild auf den Monitor dupliziert wird, kann dies durch Drücken der Windows plus P Tastenkombination schnell behoben werden. Es wird ein Seitenbereich angezeigt, in dem Sie den Anzeigemodus auswählen können. Sie müssen Erweitern auswählen und den Desktop zu erweitern. Bei alten Monitoren kann es vorkommen, dass das Betriebssystem den zweiten Monitor nicht automatisch hochfährt. Um die Monitore zu konfigurieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop, dann auf Bildschirmeinstellungen und klicken Sie auf die Schaltfläche Erkennen und dann auf Definieren. Die Nummer jedes Monitors wird angezeigt. Auf dem Display ist Nummer 1 Ihr Primärmonitor. Sie können den zweiten Monitor in die für Sie bequeme Richtung rechts oder links ziehen. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderung zu speichern. Sie können auch auf jedes angeschlossene Display klicken und die entsprechende Zoom-Stufe auswählen. Dies ist hilfreich, wenn eines davon eine hohe Auflösung hat und das andere nicht. Unter Windows 10 und 8 können Sie auch einzelne Anzeigeorientierungen auswählen, zum Beispiel wenn eine davon auf die Seite gedreht ist und Sie das Bild drehen müssen. Im Abschnitt mehrere Anzeigen können Sie auswählen, wie die Anzeige in den Modi nur Computerbildschirm wiederholen, erweitern oder nur zweiter Bildschirm verwenden werden soll. Dies sind die gleichen Parameter, die Sie durch Drücken von Windows plus P erhalten können. Es ist auch möglich zu ändern, welches Display das Hauptdisplay sein soll. Wählen Sie die gewünschte im oberen Teil des Fensters aus und setzen Sie dann unten im Abschnitt mehrere Anzeigen die Markierung als primäre Anzeige festlegen. Mit Windows 8, 10 können Sie die Taskleiste auf mehrere Monitore erweitern. Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen, Personalisierung, Taskleiste und aktivieren Sie die Option Taskleiste auf alles Display anzeigen.
Wie Sie sehen, wurde das Panel auf dem zweiten Bildschirm angezeigt. Durch Drücken der Tastenkombination Windows plus P und Umschalten in den Wiederholungsmodus wird das Bild dupliziert. Dies ist zum Beispiel sehr praktisch für Präsentationen, bei denen Sie den Bildschirm Ihres Laptops auf einem großen Bildschirm duplizieren. Im Modus nur für Computerbildschirm funktioniert nur der Monitor, Hauptmonitor. Im Modus nur zweiter Bildschirm, nur der zweite Bildschirm. So stellen Sie in Windows 10 und ab für jeden Monitor ein anderes Hintergrundbild ein. Wenn Sie für jeden Monitor ein anderes Hintergrundbild festlegen müssen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop, klicken Sie auf Personalisierung, wählen Sie ein Foto aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und wählen Sie für welchen Monitor das Hintergrundbild auf Nummer 1 oder Nummer 2 festgelegt werden soll. Klicken Sie in dieser Liste auf Durchsuchen und geben Sie den Ordner an, in dem Sie sich befinden. Wählen Sie den gewünschten aus und klicken Sie auf Bild auswählen. Danach erscheint sie in der Fotoauswahl. Wenn Sie in Windows 10 mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken und keine Auswahl an Monitoren haben, müssen Sie einen Befehl eingeben. Das ist ziemlich einfach. Drücken Sie die Tastenkombination Win plus R und geben Sie folgende ein. Control Name Microsoft Personalisation Page Page Wallpaper. Diesen Befehl finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Drücken Sie anschließend die Eingabetaste, das heißt Enter. Wenn Sie anschließend das gewünschte Bild auswählen und mit der rechten Maustaste draufklicken, wird ein Kontextmenü mit der Auswahl des Monitors angezeigt, auf dem das Bild angewendet werden soll. Sie können also je nach Anzahl der Monitore zuerst den ersten, dann den zweiten und die folgende installieren. Leider gibt es in Windows 7 keine eingebauten Mechanismen, um dieses Problem zu lösen. Um verschiedene Hintergrundbilder zu installieren, müssen Sie zusätzliche Software verwenden. Das ist alles für heute. Daumen hoch, abonnieren Sie unseren Kanal und falls Sie Fragen haben, stellen Sie die in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.